Hello again, wir sind zurück hier bei Sherlock Holmes, der NRW bei 18 hier. In der letzten Folge haben wir es geschafft, mit einem Phantomzeichner ein Phantombild anzufertigen und haben jetzt in der letzten Folge Wiggins hier auf den Mann angesetzt. Jetzt ist die Frage, ob wir die Rein-Raus-Taktik hier benutzen können, um vielleicht schon etwas herauszufinden. Ihm können wir vielleicht das Bild auch nochmal zeigen. Nein, können wir nicht. Aber mit ihm reden vielleicht über das Bild. Nein. Dann raus rein die Taktik. Wir gehen jetzt nochmal zurück zur Baker Street. Aha. Komm, du bist weggegangen. Wenn du wiedergekommen bist, hast du was rausgefunden, oder? Was ist mit unserem Freund Wiggins? Irgendwas zu berichten? Kein Wort, Sir. Oh. Nicht eine Spur von ihm. Tut mir leid, ist eine große Stadt. Wissen Sie sonst nicht noch irgendwas über ihn? Nein, aber ich kenne jemanden, der mehr weiß. Na, Holmes, verrat es mir. Das kann ja dann er sein. Nein. Sollen wir ihm mal das Phantom... Nein, ach Quatsch. Sollen wir ihm das mal zeigen? Hey, ich habe doch auf Tasche geklickt. Bin ich bescheuert. Holmes. Wen meinst du damit? Genau. Mit ihm reden macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Weil bei ihm warten wir ja auch nochmal auf ein Ergebnis. Ja, guck mal. Nee. Ja, das da in dem Ofen, das hatten wir ja damals schon uns angeguckt. Huch. Ach komm, wir gehen nochmal rein. Vielleicht kann ich ja tatsächlich irgendwie Fotos machen oder so. Forbes, wenn... Okay, hier kann ich die Kamera nicht benutzen. Betritt Durchgang. Okay, hier kann ich sie auch nicht benutzen. Ne. Ah, ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier echt irgendwie Bilder vom Tatort machen oder so. Ne, überhaupt nicht. Ne. Schade. Wo nun hin? Das ist jetzt die große Frage aller Fragen. Wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Der Zustand des Teppichs ist bedauernswert. Er ist mit Glutstücken und Glassplittern bedeckt. Aber besser, sie stecken hier als in Mycrofts Gesicht. Wohl wahr. Naja, okay. Auch hier also kein Erfolg zu verzeichnen. Wir haben alles durch, Freunde. Wir haben wirklich alles durch. Ich war jetzt überall. Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Und nochmal nach Cambridge fahren. Das macht auch keinen Sinn. Soll mal ihm mal was zeigen? Ja. Komm, ich zeig mir mal die Kamera. Freunde, ich habe keine Ahnung mehr und deswegen würde ich sagen, ich melde mich wieder, wenn ich hier irgendwo irgendwas gefunden habe. Macht es gut, bis gleich. Ah,
Okay, doch nicht geschnitten. Na klar. Wenn sich einer damit auskennt, dann er. Ah ja, der war unter meinen Kandidaten. Der Bart ist neu, wahrscheinlich falsch. Er hat dunkles Haar. Du bewegst dich in einflussreichen Kreisen, Sherlock. Oberst Erich Möllendorf, auch bekannt als der Wachhund. Er ist natürlich Preuße. Die Verfärbung im Gesicht ist ein besonders scheußlicher Duellschmiss. Hier sieht man nur einen Teil der Narbe. Sie ist riesig und er trägt sie wie eine Zornesmaske. Was ist er? Der Hauptagent und Faktotum des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Von glühender Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber und immer darauf bedacht, dessen Ruf unter allen Umständen zu schützen. Ein eiskalter Zeitgenosse. Ich frage mich, was er wohl in London treibt. Nichts Gutes, das kann ich dir versichern. Ist er ein offizieller Agent des Deutschen Kaiserreiches? Nicht direkt, aber ich habe einen alten Freund eingeladen, der uns dazu mehr sagen kann. In Anbetracht deiner früheren Äußerungen und unseres gemeinsamen Verdachtes dachte ich, er könnte uns sehr helfen. Ist das ein Problem? Nein, ich bin dir dankbar dafür. Deine Diskretion und dein Urteilsvermögen in solchen Angelegenheiten stehen doch außer Frage. Carter, würden Sie bitte reinkommen? Wo kommt der denn jetzt her? Sherlock Holmes, Dr. Watson, Fairfax Carter, Attaché im Innenministerium. Ja, jetzt ist er einfach reingekommen, weißt du? Guckt euch mal den Raum an, wie klein der ist. Warum geht der jetzt einmal um ihn rum? Ist das geil. Hallo, mein Name ist Holmes. Ich habe Ihren Namen schon von Mycroft gehört, Sir. Friedman hat Sie informiert? Soweit er es konnte. Könnten Sie uns noch mehr Details mitteilen? Nein, Mycroft hat sich Geheimhaltung ausbedungen. Das werde ich respektieren. Es steht viel auf dem Spiel, vielleicht sogar die nationale Sicherheit. Wenn ich versage, werden Sie alles erfahren. Wenn ich Erfolg habe, werden Sie nie mehr erfahren, als Sie jetzt schon wissen. Können wir uns auf dieser Basis einigen? Ich habe noch ein paar andere Informationsquellen, wie Sie sicher wissen. Ihre Hingabe an die Sache Ihres Bruders ist bemerkenswert. Ich finde es so geil, dass wir hier immer tatsächlich auch eine neue Stimme haben. Sie haben gehört, was wir über Oberst Möllendorf gesagt haben? Ja. Wir müssen annehmen, dass dieser Preuße in eine Operation verstrickt ist, die sich gegen britische Interessen richtet. Ist es möglich, dass er mit dem Wissen und dem Segen des Kaisers und der kaiserlichen Regierung agiert? Ich glaube nicht. Ich hoffe inständig, dass dem nicht so ist. Er würde es nicht riskieren, er würde es nicht tun. Ihre Begründung? Der Kaiser versucht, die Machtbefugnisse und den Einfluss seines ärgsten Rivalen zu beschneiden, des Reichsmarschalls Otto von Bismarck. Bitte erläutern Sie das. Wilhelm zeigt überall in Europa seinen guten Willen und distanziert sich von der aggressiven Politik Bismarcks. Die Entdeckung eines solchen Planes würde seine Bemühungen zunichte machen, seine eigene Autorität auszubauen und den von Bismarck angerichteten Schaden zu reparieren. Außerdem ist er im Moment gut auf seine Mama zu sprechen, die Kaiserin Friederike, die den Kanzler verachtet. Schließlich und endlich würde er in dieser kritischen Phase niemals das Wohlwollen seiner Großmama, Queen Victoria und all seiner Vettern aufs Spiel setzen. Wenn das keine offizielle Aktion war, was sind dann die Motive des Preußen? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich würde mal vermuten, dass er hier ist, um die Position des Kanzlers gegenüber dem deutschen Militär zu stärken und um seine Dominanz über den Kaiser wiederherzustellen. Ich verstehe. Möllendorf ist Bismarcks Geschöpf, kein Handlanger des Kaisers. Exakt. Können Sie mir helfen, zum Kaiser zu kommen? Ich weiß, dass er in London ist. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Dem Kaiser ist, wie der Zufall so spielt, Ihr Name und Ihr Ruf bekannt. Aber das wäre eine strikt private Angelegenheit. Es darf keine Vermutungen geben, die Regierung habe offiziell etwas mit Ihrer Untersuchung zu tun. Das ist zur Kenntnis genommen. Teilen Sie uns Zeit und Ort mit? Ich schicke Ihnen eine Nachricht nach Hause. Alles kommt nach Hause. Was für eine Art Mensch ist der Kaiser? Nicht brillant, aber aufmerksam und energisch. Hat die bedauernswerte Angewohnheit, von sich selbst in der dritten Person zu reden. Überzeugt, dass er zu einer auserwählten Schicht gehört, die von Gott für die Monarchenkrone auserwählt wurde. Und Bismarck möchte diesem Glauben eins auswischen. Korrekt. Als Junge ahmte er immer Bismarck nach. Jetzt erregt er das Missfallen seines Kanzlers, indem er Friedrich den Großen nachahmt. Letzten Endes halten wir ihn für weiser und fortschrittlicher als Bismarck. Die beiden werden mit Sicherheit mal aneinander geraten. Ne? Vielleicht ist das nach Ihrer Untersuchung jetzt schon passiert. Und er haut wieder ab. Er stellt sie in den Schrank. Es sieht wirklich so aus. Oh, und er ist einfach hier und kriegt von allem gar nichts mit. Und jetzt rennt Holmes auch wieder über. Durchs ganze Zimmer. Anstatt er ihn einfach anspricht.
einmal durch den Schreibtisch geflitscht. Dein Rat war unbezahlbar. Hemmings hat einem Allerweltsgesicht Individualität verliehen. Überrascht mich nicht. Er vollbringt Wunder. Mhm. Ja, danke schön, ne? Holmes? Friedmans Sammlung von Kriminalgeschichten muss doch für einen begeisterten Leser wie Sie von großem Interesse sein. Wäre sie bestimmt. Wenn ich mich nicht kälter fühle als ein einsamer Eisberg im Packeis. Im Moment sehe ich in diesem Papier nur den Brennstoff für ein kuscheliges Herdfeuer. Watson, Ihre blumigen Berichte über unsere Eskapaden scheinen ja doch einen gewissen Wert zu haben. Ihre Gabe, im richtigen Moment ein freundliches Wort zu verteilen, ist einzigartig, Holmes. Zum Glück. Ja, Holmes kann manchmal auch nett sein. So, bedeutet, wir haben hoffentlich jetzt gleich zu Hause eine Nachricht für uns. Und dann treffen wir den Kaiser. Die Sache ist jetzt aber... Okay. Wiggy. Hast du was für mich? Na? Nein. Oh, halt, da ging es noch weiter runter. Nein. Gut, dann gehen wir mal nach oben und hoffen, dass uns eine Nachricht ereilt. Erstmal umziehen. Watson ist schon fertig und sitzt da, wie immer. Komm, Holmes, gib Gas. Ne, es tut sich nichts. Okay, hier jetzt auch nochmal der Beweis, dass wir hier nichts in irgendeiner Art und Weise benutzen können. Ach ja, den Stift habe ich auch noch. Ich nehme alles zurück. Was ist denn das? Ich hatte das doch ausprobiert. Ich bin noch nicht. Das Mikroskop entdeckt auch nicht mehr als meine Augen. Das Gold ist alt, dünn und schmierig. Könnten Sie mal das Fenster aufmachen, Watson? Wenn Sie Säure auf das Metall geben, seien Sie bitte vorsichtig. Sie wissen doch, was beim letzten Mal passiert ist. Ich finde es doch sehr beunruhigend, eine Dame in gesetztem Alter so laut brüllen zu hören. Okay. Ach, herrje. Fop. Vielleicht aufs Tellerchen legen? Nein. Die Schale nehmen? Nein. Da rein? Ja. Schlüpp. So, was tun wir denn jetzt für eine ekelhafte Säure da rein? Vielleicht noch ein bisschen Wasser da rein? Nein. Lack? Nee, auch nicht. Schwefelsäure? Nein. Salpeter? Ja, Salpeter. So. So, jetzt brauchen wir noch was anderes, ein bisschen Schwefelsäure. Nein, wir brauchen noch ein bisschen Ammoniumhydroxid. Nein, wir brauchen noch Eisensulfat, ist doch ganz klar. Nein, wir brauchen Natrium. Nein, Salzsäure. Das verändert auf jeden Fall. Oh, es schäumt schon. Ja. Schau. Becherglas, schau. Die silberne Uhrendecke liegt in einem brodelnden Bad aus Königswasser. Die ätzenden gelben Dämpfe sind charakteristisch für diese Mixtur. Chloroform. Warum nicht anzünden? Warum? Nicht? Einmal umdrehen. Oder so. So, Schale. Wo ist... Und? Das Aquaregia hat die Goldfüllung sauber entfernt. Die Gravur ist lesbar. Da steht zur Feier deiner Zwischenprüfung 23.06.76. Wenn unser Opfer ein Cambridge-Student war, ist er wahrscheinlich 74 dort immatrikuliert worden. Ha! Achso, Moment, kann ich noch mehr analysieren? Nein. Genau, die Minzpastillen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir noch mal nach Cambridge. Okay. Watson, komm, Holmes, Herrgott. Und öffnen. Und jetzt erstmal wieder umziehen. So. Nehmen wir die Untersuchung wieder auf, Watson.
Ich bin bereit, Ihnen überall hin zu folgen, Holmes. Mhm. So, dumm. Jetzt erst warten, bis Watson aufsteht, zur Garderobe kommt. Und Watson dann so innerhalb von 21, 22, 23, 4 Sekunden fertig. Und Holmes braucht eine halbe Ewigkeit. So, Hütchen drauf. Schön. So. Dann auf nach Cambridge. Nach der Kamerabrücke. Ha! Hallo Fleming. Unser Bursche kam wahrscheinlich zum Sommersemester 1874 aufs College. Ich schaue mal in meine Sammlung. Ja, mach das mal. Ah ja, 1874. Eine seltsame Klasse. Intelligent, ohne Frage, aber merkwürdig. Irgendjemand dabei, der später der Tudor-Rose beigetreten ist? Schauen wir mal. Da wäre Dandalk, der jüngste Sohn des Earls. Starb in Transvaal, soweit ich gehört habe. Dann Lawton ist Lord, seit sein Vater gestorben ist. Parlamentsmitglied, glaube ich. Oh ja, sein spezieller Freund war Pratt. Ein Waisenkind, kam aus Indien zu uns. Merkwürdiger Junge. Weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Und Cunard, der macht ein Vermögen, unten in Australien. Das sind alle, glaube ich. Vielen Dank, Fleming. Sehr hilfreich. War mir ein Vergnügen, Sir. Okay. Dann hätte ich eine Vermutung. Wir können ja. Na komm jetzt aber. Bitte bringen Sie mich zu Lord Lawton. Ich habe tragische Neuigkeiten für ihn. Hat sich sein Lieblingsklepper ein Bein gebrochen? Ein Kollege von ihm namens Pratt ist ermordet aufgefunden worden. Mhm. Der junge Master Thomas? Das tut mir leid. Er war ein netter Junge. Schwierig, aber nett. In den Tagen des alten Lords war er oft hier. Habe ihn jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen. Das sieht hier so furchtbar komisch aus. So, komm, Watson, jetzt hier. Klettere. Komm, gib Gas! Schneller! Ich will den Holmes klettern sehen. Nein, komm jetzt! Oh. Nein, euer Lordschaft, das werde ich nicht. Als wenn Watson hier am Pinkeln ist. Muss man ihn denn permanent auf die Finger sehen, Mr. Holmes? Entschuldigung, reine Neugier. Mr. Holmes und Dr. Watson, Milord. Oh, Milord. Okay, es könnte auch nach was anderem aussehen, aber das verrate ich jetzt nicht. Es sieht komisch aus. Meine Position erfordert einiges an Strategie. Billard ist ein faszinierender Sport, finden Sie nicht? Besonders wenn er aus Düsseldorf kommt, ne? Brunswick. Das war bei uns im Bowling Center, die Bowlinganlage, die war auch von der Firma. Krass. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Freund Thomas Pratt tot aufgefunden wurde. Wirklich? Wie unschön. Wir waren zusammen in Cambridge, aber ich kannte ihn kaum. Da könnten Sie Ihr Beileid auch gleich dem Ministerium anbieten. Wie ist er gestorben? Herzversagen? Ja, es hat aufgehört zu schlagen, nachdem man ihn erschossen hat, mitten ins Gesicht, zweimal. Eine Schande. Er hatte ein hübsches Gesicht. Und eine tätowierte Rose auf dem Gesäß. Das muss ich ja nun wirklich nicht wissen. Aber es überrascht mich nicht, dass Sie sowas wissen. Ihre Sorte spezialisiert sich ja auf die niederen Bereiche. Boah, was für ein Arsch. Ihre Kollegen sollten von Pratts Schicksal und einigen anderen Entwicklungen erfahren. Wo kann ich Sir Avery Fanshawe finden? Er hat Bromwells alte Hütte in Chelsea gekauft. Seine Frau ist besessen davon, alles umzudekorieren. Die Neuigkeiten werden ihn umwerfen, wenn sie ihn überhaupt wachkriegen. Und Philip Bledsoe? Keine Ahnung. Habe mal gehört, der unfreundliche Kerl soll Zimmer im Gray's Inn haben. Was ist mit dem Schreiber Eldridge Whitney? Wissen Sie, wo er nach der Arbeit zu finden ist? Der Jammerlappen hat eine Liege im Ministerium, benutzt eine öffentliche Toilette als Badezimmer. Ja, so war das früher. Was sehen Sie als Verbindung zwischen Pratts Ermordung und dem Verschwinden der Formel? Da gibt es keinerlei Verbindung. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob Sie bemerkenswert fantasielos oder ein Lügner sind.
Vielleicht beides. Ich muss mir in meinem eigenen Heim keine Beleidigungen anhören. Es tut mir leid, das Taktgefühl hat mich im Stich gelassen, aber es gibt keinen Zweifel, dass zwischen Pratts Exekution und dem Diebstahl der Formel ein Zusammenhang besteht. Wenn Pratt nicht selber der Dieb war, kannte er ihn zumindest. Das sagen Sie. Das Problem ist, niemand, Ihren Bruder eingeschlossen, hat bisher eindeutig beweisen können, dass die Formel überhaupt gestohlen worden ist. Welch eine Überraschung! Der Ausschuss, der diesen Beweis antreten sollte, hat die Untersuchung gleich zu Beginn für beendet erklärt. Ich frage Sie nochmals, warum die Untersuchung abgebrochen wurde. Weil es keinen Grund gibt, das Ministerium jedes Mal in Misskredit zu bringen, wenn irgendwo ein paar Blatt Papier verlegt werden. Gehen Sie doch selbst dorthin, Sie haben meine Erlaubnis. Sie werden sehen, was das für ein Laden ist. Trotz der Bemühungen Ihres Bruders geht es dort nicht unbedingt geordnet zu. Sie erwarten also, dass die Formel wieder auftaucht? Ich halte das für wahrscheinlich. Ein Schreiber könnte sie verlegt haben, oder der Minister, oder einer seiner Mitarbeiter. Hören Sie auf, mich zu löchern, und gehen Sie denen doch auf die Nerven. Oder noch besser, kümmern Sie sich um Ihren Kram. Nur, dass Sie es wissen, Lawton, das Wiederauftauchen der Formel würde diese Untersuchung nicht abschließen. Hier geht es um weit mehr als die Aufklärung eines einfachen Diebstahls. Das sollten Sie im eigenen Interesse nicht vergessen. Wenn Sie jemanden rumschubsen wollen, nerven Sie doch Fanshaw oder Silverbridge. Er war es, der den Antrag auf Einstellung der Untersuchung einbrachte. Schütteln Sie ihn doch mal durch. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, stimmt leider. Okay, was hat es mit diesem Billard bewegen, genau? Was hat es mit diesem vermaledeiten Billardtisch auf sich? Düsseldorf. Ich wollte es nur noch mal gesehen haben. So, was haben wir da unten? Gehen wir hier weiter rum. Da ist doch eine Schublade. Ah, schade. So. Da ist gut für die Fingerchen. Dass er da aber auch nicht spielen will. Das macht mich schon ein bisschen wuschig hier mit dem Billardtisch, dass der irgendwie so dominant hier im Raum ist, aber doch irgendwie keinerlei Bedeutung hat. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Aber nun gut, verlassen wir die Räumlichkeiten. Du hast ja nichts mehr zu sagen. Warum geht Ihr Arbeitgeber war nicht gerade sehr offen in Bezug auf Mr. Pratt, Jenkins. Dürfte ich mal mit Ihnen privat reden? Möglich. Höchst ungewöhnlich. Wahrscheinlich unloyal, aber möglich. Ich mochte den Jungen. Aha. Danke, Holmes, für den Hinweis. Ich erzähle Ihnen, was mit Mr. Pratt geschehen ist. Sie beantworten mir ein paar Fragen und ich darf mich umsehen. Lord Lawton wird später heute Abend mit Lady Lockridge ausgehen. Gut, ich werde wiederkommen. Der Handel mit den Informationen über Master Pratt gilt. Aber damit ich aus dem Nähkästchen plaudere und Ihnen freien Zutritt zum ganzen Haus gewähre, müssen Sie schon etwas mehr anbieten. Spielen Sie halbwegs gut Billard? Ich spiele passabel, bin aber nicht... Ich spiele es fanatisch gern, aber man kann sich ja immer noch verbessern. Wenn Sie mir noch was beibringen können, plauschen wir danach ein trautes Ründchen. Wenn nicht, gibt's gar nichts. Das ist mein Angebot. Angenommen? Sie scheinen sich des Resultats sehr sicher zu sein. So sicher, wie der oberste Richter eine Perücke trägt. Sie können ja danach mal in der Akademie vorbeischauen, wenn ich den Jungs erzähle, wie ich sie über den Tisch gezogen habe. Was für einer, ey. Ist Lord Lawton ein Musikliebhaber? Ein großer Liebhaber von Euterpe und Terpsichore. Musik ist so etwa das Einzige, wofür wir heute noch Geld haben. Zylinder, Noten, Notenständer, neue Saiten, Klavierstimmen und so fort. Da kommt mir doch... Nein, nicht mit Watson. Oh, okay. Sie sollten an meiner Stelle gegen Jenkins spielen. Sie gehen doch recht gut mit dem Kö um. Es würde ihm weder Spaß machen noch Ruhm einbringen, gegen mich anzutreten. Er will Sie. In diesem Falle frage ich mich, ob Jock Mahoney immer noch im St. Bernards residiert. Vielleicht kennt er Jenkins. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie sich nicht als Freunde getrennt. Stimmt, aber ich bin nicht nachtragend. Okay, das Letzte nehmen wir auch noch mit. Vielleicht sollten wir erst einmal in die Baker Street zurückgehen und nachdenken. Ich könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, ich auch. Und genau dahin wollte ich auch zurück, weil das mit den... Oho, guck mal hier. St. Bernards Billardakademie. Was jetzt hier, hoppla, alles dazugekommen ist. Na, Verteidigungsministerium.
Sir Avery Fanshawe House. Oh, so viele neue Orte. Aber erstmal zurück in die Barker Street. Wir haben nämlich bei uns im Schlafzimmer ja auch so ein paar Seiten davon stehen. Und... Aber sollte uns das wirklich was bringen? Oh, jetzt ist mal wieder eine halbe Stunde ausziehen, wieder umziehen, wieder anziehen. Na, kommen wir jetzt hier vor. Vor. Nein. Öffnen. Schau. Vielleicht können wir davon irgendwas mitnehmen. Die bescheidene Sammlung wurde aufgewertet durch Lady Halles Darbietung von Hoffmanns Barcarolle. Einige Scarlatti-Arien in der Interpretation von Sarah Saas und Lisettes Vorstellung seiner eigenen Adaption von 6 Paganini-Eduden. Ja, super. Es sind alles die gleichen. Na. Okay, ich kann keine davon mitnehmen. Mann. Das Grammophon einfach mitnehmen. Die Violine. Vielleicht, nee, die auch nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwas mitnehmen könnte und dann vielleicht ihm geben könnte. Den Morgenmantel. Anprobe. Oh ja, wir können uns umziehen. Das ist ja cool. Aber wir sind auch schon am Ende wieder angekommen, Freunde. Ja. Na, komm. Zieh das Mädchenkostüm an. Nein, doch nicht. Anprobe. Naja, okay. Naja. Mit der richtigen Schminke zusammen würde das gut funktionieren. Ja, dann schmink dich doch mal. Wo ist denn hier die Schminke? Oft gewaschene Unterwäsche, Socken und ein gestärkter Reservekragen liegen in der Schublade. Diese Wäschestücke müssen sich den Platz mit einer kleinen Schachtel teilen, in der Handschellen, Kragenecken und eine saubere Krawatte liegen. Oh, schade. Gut, Freunde, wir sind am Ende dieses Teiles angekommen und ja, das war es mal wieder mit Sherlock Holmes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schöne Ostern euch jetzt noch. Feiert schön. Ich hoffe, ihr findet alle Eier und wir sehen uns hier wieder in der nächsten aufregenden Folge. Und dann besuchen wir die ganzen neuen Orte, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Also, macht's gut. Schöne Tage euch. NRW bei 18. Adieu.